Country- und Western-Stimmung in Frankies BF Arena in Oberpullendorf. Country-Bands aus ganz Österreich spielten auf bei der BKF Country Music Show, die zu Silvester ausgestrahlt wird. Wir machen heute eine klasse Geschichte für das BKF. Und ich glaube, Silvester, wenn mich nicht alles täuscht, ich finde es super, weil erstens einmal ihr euch was traut. Und ich glaube in Wahrheit, die Fans oder ich sage einmal, Country ist doch auch eine Musikrichtung, die das, die breite Bevölkerung anspricht. Und die sagen, hey, das ist einmal was anderes und nicht nur den Silvester-Stadl, sondern einmal eine Country-Musik. All the folks are throwing their hats in the air. Chairs are broken, but we don't care. Cause Andy Lee's back in Aberdeen. Mit dabei auch Waterloo, zwar auch wegen der Country-Musik, aber hauptsächlich wegen etwas anderem. Es gibt gute Country-Musik und es gibt schlechte. Es gibt gute Popmusik und es gibt schlechte. Es gibt einen guten Schlager und einen schlechten Schlager. In jeder Ding, mir gefällt irgendwie dieses Märchen, dieses Abenteuer, dieses Leben der jeweiligen Musiker. Naja, es ist ja im Prinzip eigentlich der Bauernscheiß der Amerikaner, ne? Die Country-Musik. Klar, nur haben die natürlich nicht die Tradition, die wir haben aus einer jahrhundertealten Geschichte, sondern das ist eben neuer und auf eine andere Art. Aber bei denen ist es genauso konservativ wie bei uns. In Deutschland und in Europa denken ja viele Country, na, das ist Gitte, ich will den Cowboy als Mann. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich will einen Cowboy als Mann, das ist aber ein nettes Lied. Das ist ganz nett, aber es ist halt doch nur ein Schlager. Im Blickpunkt der originelle Output vieler Besucher, der zur Atmosphäre entscheidend beitrug. Fast nicht zu unterscheiden, Biker und Country-Look. Im Country-Look hast du eben die Fransen, die Federn, ja, die Cowboy-Stiefeln und sonst sind es halt die richtigen Biker-Stiefeln. Also ein kleiner Unterschied ist schon, aber im Grunde verkleidet sind beide. Wir haben auch die Cowboy-Stiefeln, wir haben Cowboy-Outfits. Er ist zum Beispiel Undertaker, das hat es ja gegeben im Wilden Westen. Leichenbestatt und so. Und die Damen waren halt, wenn es festlicher war, besser gekleidet. Although you left me days ago again, you kicked me out of heaven, dear, oh dear. Andere waren etwas nachlässig im Western-Styling. Man soll auch nicht amerikanischer sein als die Amerikaner. Man kann natürlich sehr wohl auch etwas Ländliches tragen, so wie es bei uns die Volkstümlichen machen, auch nicht anders. Deshalb kann auch irgendwer einen Stetson tragen oder eine Jean oder Western Boots. Das gehört einfach zur Musik. Ein Cowboy-Hut kriegen Sie ja noch schon besorgen, oder? Den sollte man eigentlich besorgen, aber andererseits, man soll immer zu dem stehen, was man hat. Und nachdem ich nichts hab, dann stehe ich auch dazu. Ich bin ja der einzige Indianer, ich wollte den Andy Lee Lang wollte bieten, so schade, dass du nicht mit der Perücken kommst, dass wir wenigstens zu zweit sind. Und so kam es zur wundersamen indianischen Vermehrung. Wer hat einen Fotoapparat da? Ja, ein bisschen mehr brauchen wir. Kein Problem. Fräulein. Ja.